Man kann durch die Wäsche durchgehen und die bewegt sich dann? Hui. Das ist ja mal cool gemacht. Respekt, finde ich cool. Uah, jetzt muss ich halt nur noch was sehen. Okay. Dann folgen wir mal weiter dem Licht. Wenn man das Ganze so sieht, hat man richtig Lust auf Frühling, auf Sommer. Verstehe ich gerade nicht. Das war doch da oben jetzt. Gehen jetzt mal da oben rum. Als vorher tatsächlich erst da hochgeflogen ist. Bevor ich da jetzt runtergehe. Da vorne. Gehen wir mal hier rein. Hier ist auch schon offen. Ah, hier ist auch offen. Okay. Boah. Bisschen erschrocken. Ich glaube, es hat einfach nichts mit dieser Maus da unten zu tun, sondern man muss irgendeine Frequenz finden. Sie von der Straße gesehen. Es sind nicht mehr viele Leute unterwegs. Hören Sie, Frank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Ihr Steven glaubt, er sei dafür verantwortlich. Tja, das ist er wohl auch. Ach, da oben. Er sagte, Kate sei noch im Observatorium. Das Tor wäre zu. Frank, bald kommt Rettung, da bin ich ganz sicher. Die schicken Flugzeuge oder sowas. Oh, ganz sicher schicken die Flugzeuge. Sein sogenanntes Muster. Wir stecken mittendrin. Das heißt, wenn die es aufhalten wollen. Wollen die aber das ganze Dorf da jetzt in die Luft jagen? Damit es aufhört? Piepst es doch noch irgendwo. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht überhaupt nicht gut aus. Glocken. Das sieht nicht gut aus. Kann ich irgendwas mit dir machen?
auf, den müssen wir einfach hinterher wieder. Das ist aber nett, dass der immer so ein bisschen auf uns wartet. Sehr nett, sehr nett. Aber es sieht so aus, als ob wir ihm folgen sollen. Von daher mache ich das einfach. Und hoffe, dass es richtig ist. Okay, jetzt gehen wir in die Kirche. Boah. Bist du da? Kannst du mich hören? Bist du da draußen, du Teufel? Was ist mit dir los, Jeremy? Du hast alle erwischt. Du hast alle umgebracht. Oh, lieber Gott, hilf mir. Mein Gott. Gib mir Kraft. Hallo? Hallo, ist da irgendjemand? Ja, ich bin da, aber du kannst... Ist doch irgendjemand da? Weder hören, noch sehen wahrscheinlich. Du bist also noch da? Ja, klar. Ich hätte es wissen müssen. Na dann komm. Bringen wir es endlich hinter uns. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Oh Gott, oh Gott. Boah, begleiten wir ihn jetzt? Stirbt er jetzt? Ich mag das eigentlich nicht. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist, wenn ich da zwischendrin schnatter. Okay, jetzt mit Jeremy in die Kirche. Wahrscheinlich gebraucht haben. Oh. Das ist also das Licht. Wo soll ich jetzt hin? Wow. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Mal anklicken kann ich es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schall. Geht aus in alle Lande. Und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Da
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein. Was, der löst sich jetzt einfach auf? Oh, Jeremy. Der hat sich jetzt einfach aufgelöst. Wo kommt dieses Licht her? Ist doch alles dunkel draußen. Oh, Jeremy. Er ist tot. Lichtkringe. Oh Gott, was ist das los? Das wäre ja schön, wenn es nicht so traurig wäre. Ich folge jetzt einfach mal den Leuchtkugeln. Wie wahnsinnig gut das aussieht. Krass. Oh. Ist das jetzt Jeremy? Ist er das? Ich weiß es nicht. Oh. Wendy. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es immer die Leute beschreibt, die wir sind oder die wir verfolgen. Also eben war das Kapitel Jeremy und jetzt kommt dann das Kapitel Wendy. So würde ich es jetzt einfach mal interpretieren. Ich kann ja nicht jede Folge sagen, wie schön es hier aussieht, aber es sieht so schön aus. Das ist der Wendy-Ball.